Ja? Hallo? Wo hat er einen Fokus her? Dann reden wir mal mit ihm. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Na, Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, dein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Hier steht er toll. Was für eine Rede. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Schöne Rüstung. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Olin? Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Fragen? Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Rote Raubzüge. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Deine Schwester? Meine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Entführt, ja, aber geopfert, nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Flirtet der? Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich.
wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Okay. So entstehen also quasi die Maschinen und jedes Jahr, jede 10 Jahre oder quasi jedes Jahr kommen neue Maschinen dazu und je größer, stärker und mächtiger. Aber wie sie entstehen genau, weiß noch kein Mensch. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich. Wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Was Schlimmeres? Kommt das alles? Wir werden es sicher herausfinden. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Ja klar, die können ja nicht reden, die Maschinen. Und die Kaja? Wenn die Kaja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Kaja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Wir enden die Raubzüge. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kaja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Osseram-Freibeuter? Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können 3 Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Okay. Dann ich zurück. Ich hätte nochmal eine Frage an dich. Frag ruhig. Habe ich keine Fragen? Nee, ich habe keine. Ich sollte zur Segnung gehen. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Danke dir für das nette Gespräch. Viele Informationen, viel Input. Bin ja gespannt, wie wir es rausfinden, wie die Maschinen entstehen ganz genau. Warum immer neue Maschinen entstehen. Warum sie so böse geworden sind. Warum auch immer größere, mächtige Maschinen. Ich lasse mir von diesen ungläubigen Gibt's auch, das ist unser Händler. Was sollen sie denn noch anstellen? Gut. Dann geht's zur Erprobung. Zur Zeremonie. Wenn man sich richtig mal schön umschauen hier. Die ganzen Details und hier alles hübsch. Okay. Oh.
mit Theresa reden. Mit Hertha reden, mit Theresa. Irit, kann ich mit dir reden? Ach. Ho! Angst vor Tomaten? Ehrlich, ich dachte, sie werfen mit Steinen. Steine sind viel härter. Den Unterschied spürt man. Wenn du reden willst, sollten wir das nach der Zeremonie tun. Ich möchte hier nichts aufhalten. Oder sonst etwas tun, was die Leute verärgert. Okay. Danke dir, da kommt Ander. Hey, Kollege, Erend. Was machst du hier? Okay. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Für Rost, für meine Mutter oder für mich selbst? Frage ist halt, Mutter ist halt, was für Frau Rost, denn der hat uns großgezogen. Rost zu ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Da ist Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Und wo gehen die Mütter hin? Okay. Das sind die zwei, wo wir als kleine Kinder immer Streit hatten. Wo eigentlich Freunde wollten. Jeder weiß, dass Tirsa die Ausgestoßene als Siegerin sehen will. So, kann ich jetzt mit ihm reden? Die Segnung war äußerst erhellend. So etwas kenne ich nicht. Ein Geschenk, fürwahr. Aber ihr glaubt nicht an die Urmutter, oder? Durch die große Entfernung bekommen Karja normalerweise keine Nora zu Gesicht. Doch hier, unter euch, erkenne ich wahre Schönheit. Vielleicht hat Naman doch damit recht, dass das Licht der Sonne jedes Land erhält und alle Völker. Wer ist Naman? Einer meiner Brüder, der glaubt, dass der Himmel weit genug für den Glauben aller Stämme ist. Okay, was ist ein Sonnenkönig? Und wer ist der Sonnenkönig? Seine Erleuchtetheit, Avat, der 14. König der strahlenden Linie. Sein Licht umhüllt den Himmel und alles darunter. Er ist der Auserwählte der Sonne. Seine göttliche Herrschaft gibt uns Einsicht und Zweck. Du hältst viel von ihm. Kennst du ihn denn gut? Er ist von Natur aus unbegreiflich und unfehlbar. Wir sind sein Werkzeug, nicht seine Freunde. Ich war einmal in seiner Gegenwart. Doch wir bedecken unsere Augen, damit wir nicht direkt in sein Licht hineinsehen. Er ist die Sonne, hat absolute Macht, keine Freunde. Kann ja nicht schiefgehen. Der 13. Sonnenkönig? Wenn eure Könige unfehlbar sind, wie erklärst du die Verbrechen des Letzten? Die Pracht der Sonne ist eine sehr große, edle Krone für ein sehr kleines Gefäß. Ist das Gefäß fehlerhaft? Man sieht in den Grabstätten, dass die Schädel der Könige tatsächlich Risse haben. Geprüft und geplagt durch das Sonnenfeuer. So etwas kann für jeden Mann zu viel werden, sogar für einen Herrscher. Die Sonne kann also auch mal einen Fehler machen. Oh, nein, nein, nein! Okay. Und wer bist du? Wer bist du, Sonnenpriester? Der ehrfürchtige Irit. Die Pracht der Karja ist die Pracht der Sonne reflektiert. Wir Priester sind nur Schimmer ihres großen Lichts. Du hast viel gesagt, aber ich weiß nicht mehr als zuvor. Das tut mir leid. Es ist meine Pflicht, den Willen der Sonne zu tun, indem ich ihrem Gesandten diene, dem Sonnenkönig. Ich gebe denen Trost, die im Tageslicht wandeln,
und ich reise zu denen in der Ferne, wo es kaum Licht gibt, und bringe Wärme. Okay, Meridian. Du wohnst also in Meridian? Ja. Wo könnte man den göttlichen Sonnenlauf besser ehren, als dort, wo der Sandstein hell in seinem Licht erstrahlt? Ich wuchs im Schatten des Berges auf, mit den Vogelmärkten und Metallhändlern, Gewürzen und bunter Seide. Klingt imposant. Oh, das muss man sehen. Und du kannst es, wenn du die Reise machst. Seine Erleuchtetheit hat Befehl gegeben, die Tore für alle zu öffnen. Jeder Nora, der das Land verlässt, wird ein Verbannter. Aber hey, wer weiß, wo ich lande? Wer weiß, wo er ist. Warum bist du eigentlich gekommen? Bist du so weit gereist, nur um die Königsrede zu verlesen? Es ist meine Pflicht. Und auch eine Ehre. Das Licht der Versöhnung denen zu bringen, die durch uns leiden mussten. Ich verdränge die Angst, aber sie ist zurück. Ich bin froh, dass Gardist Erend die Reise mitgemacht hat. Ein guter Mann, mein Schild. Okay, Krieg mit der Nora? Mit den Nora, hä? Warum der Krieg zwischen Karja und Nora? Unter dem 13. König lagen die Karja mit sämtlichen Stämmen im Krieg. Seine Erleuchtetheit hat diese Zeiten beendet. Wir müssen das Band des Lichts erneuern. Aber nur wenige möchten hierher. Ihr fürchtet die Nora. Sie wissen, wie man es Gästen unbehaglich macht. Es heißt, dass ein toter Soldat auf jeden Gefangenen Nora kam. Aber ihr könnt ebenso friedlich sein wie kriegerisch. Gut zu wissen. Und die Sonnenkönigin? Gibt es Sonnenköniginnen? Es gab häufig Gemahlinnen, natürlich. Oder du meinst, dass die Sonne eine Frau auserwählt? Das kam noch nie vor. Warum nicht? Die Sonne ist natürlich männlich und wählt danach die Erben aus. Sie ist ein Licht am Himmel und es scheint nichts an ihr dran zu hängen. Vielleicht hast du bemerkt, dass hier die Frauen bestimmen. Naja, Avad hat eine Frau zum Hauptmann der Garde ernannt. Das ist eine sehr große Ehre. Erends Schwester, Ersa. Was er erzählt hat, klang beeindruckend. Sie ist beeindruckend. Eine Frau und dazu noch eine Fremde. Vielleicht eine gute Sonnenkönigin. Wer weiß. Sonnenkö? Oh nein, nein, nein. Nein. Ja, na dann, gut zu wissen. Das war sehr erhellend, aber ich muss gehen. Du wurdest schon gesegnet, aber der Morgen soll dich finden, der Tag wärmen und das Abendlicht deinen Weg bescheinen. Dankeschön, Irit. Sehr nett von dir. Gut, dann reden wir hier noch mit den zwei. Ob er noch was zu sagen hat, Irit? War gar nicht so schlecht. Nett und kurz immerhin. Aber es gibt einige Osseram-Bastler, die ein besseres Feuerwerk machen. Ups. Hoffentlich beleidigt das jetzt nicht euer heiliges Ritual. Es war schön. Wirklich. Er ist wenigstens ehrlich. Okay. Fragen, wir haben mit ihm komplett schon geredet. Viel Glück bei dieser Erprobung. Vielleicht sieht man sich ja mal in Meridian. Wer weiß. Sicherlich werden wir uns da irgendwann mal sehen. Und mit Tersa. Aloy, jetzt nach dem Ende der Segnung haben wir endlich Zeit, uns zu unterhalten. Ich hoffe, die Zeremonie war nicht unerfreulich für dich, wegen der Umstände. Nein, 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 nein. Ich fand es schrecklich, ich fand es schön. Es hat nichts zu bedeuten. Also schrecklich war es jetzt nicht unbedingt. Es hat nichts zu bedeuten. Ja, eigentlich hat es ja Großteil für uns nichts zu bedeuten, da wir ja nicht mit dem Stamm groß geworden sind. Ja, ich mache jetzt einfach mal die Entscheidung. Die Umstände sind, dass ich die Erprobung machen will und nicht Nora-Gebete murmeln oder Nora-Gebetslichter anzünden. Natürlich, obwohl mich schmerzt, dass deine jahrelange Trennung vom Stamm dir verdorben hat, was für uns ein sehr schönes Ritual ist. Vielleicht hat die Trennung mich klarer sehen lassen. Auf die Ergebnisse, nicht die Rituale. Deine Meinung gehört natürlich dir. Ich respektiere sie. Du hast bestimmt einige Fragen. Ja, ausgestoßen bei der Erprobung. Mich überrascht, dass der Stamm Ausgestoßene zur Erprobung lässt. So entgegenkommend sind die Nora sonst nicht. Es war schon immer Gesetz, dass ausgestoßene Kinder dieses Recht haben, ihre Möglichkeit der Rückkehr. Aber du bist, soweit ich weiß, die Erste, die dieses Recht tatsächlich wahrnimmt. Das überrascht mich nicht.
Ich glaube nicht, dass viele ausgestoßene Kinder alt genug dafür werden. Das liegt eher daran, dass solche Kinder selten sind. In all den Jahren gab es nur ein weiteres ausgestoßenes Kind. Ein 13-jähriger Junge, der seine Mutter tötete. Die Erprobung war nach 5 Jahren und er kam nicht. Nein. Alleine hat er bestimmt nicht lange überleben können. Aber er hatte eine Chance. Andere Stämme hätten ihn hingerichtet. Du wirst es nur schwer akzeptieren, Aloy. Aber eine Verbannung ist, relativ gesehen, human. Oh, wirklich? Probier's mal 18 Jahre aus, Tirsa. Und dann sprechen wir uns wieder. Ja, Stammesmütter? Ross sagte, dass Stammmütter nicht nur den Stamm führen. Was macht ihr noch? Wir lehren, wir geben Rat, wir segnen. Wenn notwendig, richten wir. Uns geht es immer nur um das Wohl des Stammes. Wir haben in diesem Jahr ganze 3 Erzmütter unter uns. Dazu mehr als 30 Stammmütter. Was ist der Unterschied? Stammmütter sind Großmütter mit 2 Generationen lebender Nachkommen. Und eine Erzmutter ist eine Urgroßmutter mit 3 oder mehr Generationen Nachkommen. Wir sprechen damit für sehr viele. Unsere Meinung hat Gewicht. Die der Erzmütter hauptsächlich. Also, je mehr Kinder man hat, desto mehr hat man zu sagen? Das ist wohl auch eine Art, einen Stamm zu führen. Warum sollte es anders sein? Das stimmt. Umso mehr Kinder, umso mehr hat man das Sagen hier. Lansra hasst mich. Lansra hasst mich. Warum hasst Lansra mich so sehr? Sie hat so einige extreme Ansichten. Mehr als das kann ich nicht sagen. Ich kann nichts für meine Geburt. Oder dafür, dass ich ausgestoßen wurde. Ich sehe das ganz genauso. Aber es gibt auch andere Meinungen. Und jede Abstimmung der Erzmütter erfordert eine Mehrheit. Und warum wurde ich jetzt ausgestoßen? Erzählst du mir das? Warum verstieß man mich nach der Geburt, Tirsa? Was könnte ich getan haben, noch bevor ich geboren wurde? Aloy, diese Frage kann ich nicht beantworten. Warum nicht? Sie ist ganz einfach. Und wo ist meine Mutter? Ist sie heute hier? Sieht sie mich? Oder ist sie tot? Ist sie hier? Oder nirgends? Deine Mutter ist bestimmt hier bei uns, wenn auch nur im Geiste. Das ist keine Antwort, oder? Damit du es weißt, Tirsa, ich bin hier, um Antworten zu finden. Ehrliche. Und nach der Erprobung fordere ich sie ein. Ich weiß, Aloy. Das habe ich auch erwartet. Okay, dann Rost. Was ist mit Rost? Warum wurde er ausgestoßen? Er hat es nie erzählt. Er hat wohl geschworen, nie davon zu sprechen. Ja. Und ich auch. Und die anderen Erzmütter. Tut mir leid, Aloy. Aber Rosts Vergangenheit wird für dich auch ein Geheimnis bleiben. Das war ja klar. Ich krieg einfach keine Antworten. Ich muss gehen. Ich wollte nicht unhöflich sein. Aber ich will schon so lange antworten. Ich weiß, Kind. Nicht nur du hast diesen Tag jahrelang herbeigesehnt. Ich werde für deinen Erfolg beten. Ich krieg einfach keine Antworten hier mit den ganzen... Hier, mit den ganzen Leuten hier, die geben mir nichts als Antworten. Ich möchte gerne wissen, warum ich ausgestoßen bin. Warum ist Rost ausgestoßen? Warum? So viele Fragen. Jetzt reden wir mal mit Olin. Der hat ja auch so ein schönes Klinker-Dings im Ohr. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Wer bist du? Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Erin brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Okay, und wo hast du den Fokus her? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osseram unser Anrecht nennen.
Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genauso einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stümmern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Dein Fokus hat eine Fehlfunktion? Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Ist mir aber noch nie passiert. Warum lügst du mich an? Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Ich hätte mehr von dir erwartet. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Oh Mann, Odin. Lass es sein. Gib's auf. Okay, betritt die Jägerhütte. Schon schön. Ja, viel Gespräche, viele Informationen, aber keiner redet richtig mit uns. Keiner gibt richtige Informationen. Hier sind alle komisch. Die ganzen Leute. Die tanzen hier immer noch. Yay, tanzen. Okay. Dann schauen wir mal. Das war die Jägerhütte. Betreten. Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. So bezwungen? So erzrunken, sagst du? So bezwungen? Die Sternen sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, hm? Was ist eigentlich los mit dir, Bast? Dir möchte ich gerne einen reinhauen. Du lässt es zu, dass Bas derart mit dir redet? Würde ich nicht. Aber dein Gebet hört sowieso niemand. Wird doch irgendwas zurückkriegen. Dein Kampf, nicht meiner. Okay, Bast. Was ist mit dir? Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Ha. Du tust mir leid, du hast Angst, ich werde gewinnen. Du hast nur Angst, Mann. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Komm, kleiner Bast, du musst schlafen gehen. Komm, geh schlafen. Komm, hopp, schlafen gehen.
So, Valla möchte mit uns reden. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Valla. Sehr erfreut, Valla. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Vielen Dank. Okay, das heißt quasi, wir werden gegeneinander antreten bei der Erprobung. Und bin gespannt, wer gewinnen wird. Och ja. Och ja. Die Erprobung. Die wird uns ziemlich einheizen. Oh Mann. Da bin ich echt gespannt, was da auf uns zukommt. Ja gut. Gehen wir schlafen. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Ich hasse es. Zu weich, nicht schlecht. Ja, es ist halt ungewohnt. Nicht schlecht. Zu weich. Zu weich. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Die machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus. Hauptquest abgeschlossen. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Wer sollte sowas tun? Wer sind die? Wir können nur zur Göttin beten. Nein! Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Es wird Zeit, dass die Mörder für ihre Taten bezahlen. Aloy von den Nora, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Eclipse-Truppen, sie graben alte Waffen aus. Ich weiß, wer die Nora angriff. Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Ein weiter Weg von der Zitadelle, Aloy. Wer bist du? Ein Interessierter. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet.